meine Existenz. Hasse ich nie meinen Job. Ich bin nur der Clown für meinen Herrn und Gott. Hier steht: Und wenn ich eigenhändig die Mauern eures Schlosses niederreißen muss, ich hole mir euren Kopf. P.S. Ich lasse euch hängen. Was nun, Sire? Sind das da Biss- und Kratzspuren auf dem Brief? Eure Lordschaft. Ist das Ding tatsächlich mit Blut unterschrieben? Sire! Ja, okay. Also, das muss garantiert ein Scherz sein. Mir kommt keine Idee, weshalb Wolfie so sauer auf mich sein soll. Wir haben uns doch erst letzte Woche gesehen, bei der Schlacht gegen die Rebellen. Ich kann mich noch genau erinnern. Los, Angriff! Wie soll das gehen, Sire? Na, draufhauen, du Klappspaten! Sire, ich habe nur diese Leiter. Mit der Leiter kann ich nicht kämpfen, my Lord. Ja, stimmt. Sehr gute Auffassungsgabe, guter Mann, guter Mann. Danke, my Lord. Ja, aber ich meine, du hast eine Leiter. Was machst du denn damit? Oder besser gesagt, wo kommt die denn am besten hin? An den Wall! Bingo, da hat ja doch jemand in der Schule aufgepasst. Na gut, aber zuvor muss erstmal der Burggraben weg. Also, wer kümmert sich drum? In den Graben, Sire? Nasse Angelegenheit. Muss das sein? Ob das Sinn macht? Ach, kommt schon, Leute. Irgendwer? Ihr scherzt, mein Herr. Das ist unter unserer Würde. Oh! Ein Schwächling wie ihr sollte keine Armee führen. Hm? Ach, hi Wolfie. Hab dich gar nicht kommen sehen. Immer noch die charmante Samtpfote von damals, was? Ach komm schon, Wolfi, nicht sauer sein. Ich meine, du hast doch ein dickes Fell. Ihr solltet mich besser nicht reizen. Mensch, Wolfi, ich mein's doch nur gut. Du sag mal, wie geht's eigentlich, Rotkäppchen? Genug, oder ich reiß euch die Zunge heraus. Ist ja gut, gerade wenn's anfängt Spaß zu machen. Na gut, sag mal, Wolfi, was ist das überhaupt für ein Haufen, den wir hier anführen? Wer hat uns eigentlich diese Truppen gestellt? De Puys. Oh mein Gott. Soll das heißen, wir müssen denen jetzt alles beibringen? Das ist auch eine Zeitverschwendung. Ich habe mich um Wichtigeres zu kümmern. Schon okay, ich kümmere mich drum. Pass auf, folgender Plan. Du hast zumindest dein Pferd und eine kleine Eskorte mitgebracht. Ich habe nur Günther dabei. Es musste schnell gehen. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Den dürftest du auch noch von damals kennen. Aber gut, zum Plan zurück. Durch deine Eskorte besitzt du zumindest schwere Einheiten. Das heißt, ich werde mich um den Burggraben kümmern und schauen, dass das Torhaus aufgeht. Sobald es offen ist, gehst du durch und mähst alles nieder, was sich nicht sofort ergibt. Wie klingt das? Nicht schlecht. Alles klar, dann packen wir es mal an. Na gut, zuerst brauchen wir mal ein paar Belagerungsgeräte außer den Leitern. Wir haben nicht genügend Gold, my Lord. Wie Gold? Baut man so Geräte nicht mit, naja, mit Holz? Wir benötigen Gold. Ist ja gut, dann eben nur mit den Leitern. Baumeister, da ihr nichts zu tun habt, kümmert ihr euch um den Burggraben. Wie sind die Maße? Die, Ist die Tiefe berechnet? Okay, Lanzenträger an den Burggraben. Baumeister, nehmt euch ein Bier und schaut zu. Eine Pause tut gut. Die schaffen das jedes Mal. Na gut, Leute, es geht los. Blas das Horn. Hm? Hey, weg von meiner Hose, du Tucke! Oh! Ich möchte Burgherr sein, ich möchte Burgherr sein, ich möchte Burgherr sein. Ich möchte Burgherr sein, ich möchte Burgherr sein, ich möchte Burgherr sein.